In der heutigen Newsfolge geht es um Präsentationstermin des RB16 bekannt, neue Partnerschaften für McLaren und Williams, wird der neue Mercedes eine Inspiration von Ferrari? In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Nach Ferrari und AlphaTauri hat Red Bull Racing auch seinen Präsentationstermin bekannt gegeben. Am Mittwoch, den 12. Februar, wird das österreichisch-britische Team seinen RB16 präsentieren, also heute in einem Monat. McLaren hat am Freitag eine mehrjährige Partnerschaft mit Unilever bekannt gegeben, die ab diesem Jahr startet. Unilever ist ein niederländisch-britischer Konzern zum Herstellen von Verbrauchsgütern wie Nahrungsmittel, Kosmetikprodukte, Körperpflege sowie Haushalts- und Textilflegeprodukten. Die Ziele der Partnerschaft sind die Verbesserung der CFD-Modellierung, die Verbesserung der Arbeitsfähigkeiten wie Sensoren und Analyse komplexer Systeme, sowie eine Akademie für Ingenieure zu schaffen, damit sie ihre Talente verbessern können. Außerdem ist Williams Ex-Sponsor Rexona mit nach Woking gekommen. Dafür hat Williams zwei neue Geldgeber, Lavazza, ein italienisches Kaffeeunternehmen und die Royal Bank of Canada. Mercedes arbeitet beim W11 an einer Lösung, um den seitlichen Schutz der Antriebe zu verringern und um die Motorkühlung zu verbessern. Das bedeutet, der neue Mercedes-Bolide könnte wie der Ferrari SF70H aus dem Jahre 2017 aussehen, also der mit den breiten Kühlungsöffnungen. Die Luftströme werden über den Einbruchschutzkegel geleitet und die Kühlöffnungen werden daher nach oben gesetzt und das aus zwei Gründen. Nummer 1 die Zuverlässigkeit und Nummer 2 die Aerodynamik. Die zweite und dritte Ausbaustufe des 2019er Mercedes-Motors hatte öfter mal Überhitzungsprobleme. Die Ingenieure werden versuchen, das Heck noch schlanker zu gestalten, um die unteren Kanäle zu verbreitern, die den Heckdiffusor versorgen. Sie wollen den Abstand zu Ferrari in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit verringern. Der Sprittank wird neu konstruiert und an einer sehr niedrigen Position installiert, um den Schwerpunkt des Boliden zu verbessern. Kommen wir zu Mikes Meinung. Dass Rexona von Williams zu McLaren gegangen ist, überrascht mich. Ich hatte erst gedacht, dass sie noch bleiben würden. Aber Williams hat ja Ersatz dafür gefunden. Die Royal Bank of Canada ist Williams neuer Sponsor, wo Neuzugang Nicolas Latifi seit 6 Jahren Botschafter der Bank ist. Mittlerweile übernimmt ja quasi jedes Team die Designidee von einem anderen Team, was ja nicht verboten ist. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Janiba. Er fragt, wenn Ocon 2020 im Renault den Gasly-Modus aktivieren würde, überhaupt keine Pace hat und rausfliegt, wer würde deiner Meinung nach Ocon ersetzen? Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit für Hülkenberg? Ich bezweifle, dass Renault genau das gleiche machen würde wie Red Bull, als sie 2016 und 2019 Verstappens Teamkollegen durch einen Toro Rosso-Piloten ersetzen, also nein. Dazu muss ich sagen, ja, okay, Palmer ist 2017 nach dem Japan-Grand Prix durch Sainz ersetzt worden, aber dass es Ocon passieren wird, der einen 2-Jahres-Vertrag besitzt, nein, das glaube ich nicht. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.